Hi! Huch! Willkommen zurück zu Age of Wonders 4. Meinem derzeit mit Lieblingsspiel tatsächlich. Jetzt ist halt nur die. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich wollte eine Phasenbestie beschwören und dann war sie auf einmal weg. Macht mich natürlich ein bisschen traurig. Ach nee, lol. Ich glaube, ich habe die Forschung abgeschlossen, oder? Macht das Zielvolk zu lebenden Moralsenkern. Deren Angriffe pro Treffer 3 Moral stehlen. Ah, die Handelsstation, da ist sie doch. So, nächste Fertigkeit verfügbar. Freie Städte mit zugewiesenen liefern sofort Sichtweite. Und freie Städte liefern Wissen, wenn die unsere Vasallen sind. Nun denn. Kontakt mit den undurchsichtigen Würdfort. Seid gegrüßt, Inamru Enkanan, krötenartige Anbeter von Würdfort. Reichen euch hoffnungsvoll die Hand zur gegenseitigen Neutralität. Unsere Seher haben eure Ankunft in diesen Gefilden angekündigt. Wir streben nur danach, unser Wissen über die arkanen Künste zu vertiefen und sind offen für eine beidseitige, fruchtbare Beziehung. Andernfalls hoffen wir, dass wir einander wenigstens aus dem Weg gehen können. Ich habe keine Flüstersteine. Ah. Da habe ich sogar schon Flüstersteine hingeschickt. Also ich verstehe das nicht. Erst ging gar nichts, jetzt geht doch was. Möchelheim, wisst ihr, was hier los ist? Wahrscheinlich auch nicht. Kann man eigentlich auch Provinzen vernichten? Wäre auch ein interessantes Feature an sich. So, jetzt müsste ich eigentlich diese Phasenbestie beschwören können, wenn ich jetzt meinen Holzkopf richtig im Kopf habe. Sehr wohl, bereit. So, und damit haben wir hier unsere erste Stufe 4 Einheit drin. Würde mir voll auf den Sack gehen. Die möchte ich natürlich dann nachher auch mal testen. So, du bist ja eher Nahkämpfer, ne? Kriegst du den Assassin durch? Bessere Einheiten bräuchtest du auch mal, ne? Ja. So, das ist so. Ja, wir bauen hier auch einfach weiter. Wir machen immer nichts mit Zaubern, weil ich jetzt auch gerade echt nicht wüsste, was wir zaubern sollen und auch kaum Mana habe. Freistadt öffnet ihre Grenzen. Handel ist aktiviert. Gefolgschaftstreue Stärkung brauchen wir gar nicht. Ist alles ganz entspannt aktuell. Die sind relativ weit hinten. Ist mir eh zu teuer. Aber interessant, dieser Saat der Ordnung. Ordnungsaffinität. Ordnungsforschung kosten weniger Wissen. Erforderlich für den Magiesieg. Hä? Hey. Hör mal auf mit dem Scheiß. Gebt ihm gleich Magiesieg. Oha. Digga. Der schickt einfach seine halbe... Alter, ist der stark. Also das heißt für mich schon mal, wenn es soweit ist, brauche ich auf alle Fälle auch relativ viele Soldaten. Ansonsten könnte es relativ spannend werden. Der hat 4. Ne, 6. Ja, gehen wir mal weiter vor oder nicht, ist halt die Frage, ne? Vielleicht machen wir erstmal dieses Flatterfeeder kalt. Deine Truppen greifen den Klingenrücken und seine Handlanger an, die sich jedoch ängstlich zusammenkommen, anstatt zu kämpfen. Die meisten versuchen sich zu verstecken. Okay, komm dann. Eine kleine gute Tat hat noch keinem geschadet. So, oh, was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir ja einige Möglichkeiten. Einen Nexus können wir auch bauen. Einen Forschungsposten, der uns ja Mana und Wissen gibt. Dann bauen wir hier doch mal einen Forschungsposten. Hätte ich hier einfach mal gesagt. Ich bin auch das dümmste Stück Scheiße, was hier rumläuft, ne? Statt dass ich das Ding da annektiere. Digga.
Kannst du... Ah, schon wieder keinen erzählen, echt. Und da können wir tatsächlich noch hier oben expandieren. Natürlich auch hier wieder Försterei, aber die müssten wir halt mal kalt machen jetzt. Ja, die Einheiten werden auch immer stärker. Oh, Adlerreiter. Sie ist Stufe 10. Gibt's denn hier noch so? Ah, mehr Leben, komm. Let's go. Und Spezialfertigkeit. Geringe Chancen auf sofortiges Töten. Feindliche Einheiten in einem Umkreis von allen Feldern erhalten Fehlschlag. 50% verringerter Schaden, wenn ein Angriff das Ziel verfehlt. Ist das ein Magiezauber? Elementareinheit. Elementareinheit müsste eigentlich dann relativ gut laufen. Alle Leichen im Umkreis von einem Feld werden zu Zombie-Einheiten. Digga! Dafür brauchst du aber erstmal Leichen. Ne? Wir tun Elementarbeschirmung hier. So. Können wir irgendwas Interessantes machen noch? Die Gruftklinge habe ich doch eh schon abgeschlossen. Nee, erst das Hinklinge habe ich. Schmarre. Was ist das hier? Bauen jetzt Außenposten mit billiger. Ja gut, dann machen wir jetzt als nächstes das hier. Ja, das sieht auch nochmal ein bisschen besser aus, wenn man ein bisschen mehr sieht. Dann sammeln wir unseren Arsch mal. Und marschieren mal Richtung Mittelpfahl. Mal gucken, was da so abgeht. Die Alte macht hier oben ja auch ihr Ding. Alte, die hat auch so viel Armeen, ne? 4, 7, 8 Armeen. Wie machten die das? Das ist ernst gemeinte Frage. Das finde ich voll unfair, dass sie das kann. Okay. Du gehst mit nach oben. Du ebenfalls. Dauert halt eine Weile. Da haben wir 3 Armeen. Und mit den Jungs hätte ich dann 4. Das sind halt alles Trashy Units. Also so, dann machen wir einmal die und dann auch einmal den Phasengeist. Oder Phasenbestie. Achso, ich kann nur eins gleichzeitig machen. Ach, ihr seid zu hässlich. Da ist ein Außenposten, auch interessant. Bei Verhandlungen fordert Sago Windbühr eines Weisen von Wirtford unerwartet, dass du deine Weisheit und dein Wissen mit ihm teilst. Die Worte von ihm verraten seinen Ehrgeiz. Ich muss gestehen, dass ich eure Unterweisung in den Kunsten der Magie wünsche. Eure Großzügigkeit und euer Mitgefühl kann ich meinem Bestreben vorankommen. Ich sehe nämlich nach Wissen, o Hochmatriarchin. Ich wäre ein mächtiger Verbündeter für euch. Neun Stärke. 18, das ist halt ja... komm. Bekommst ein bisschen Wissen, mein Freund. Gut. Meine alleine brauchen wir auch nicht vormarschieren. Das Problem ist, nur durch den Dschungel kommst du schwer durch, ne? Ja. Mal auf Standby. Aber jetzt 84 Produktion, was ja eigentlich gar nicht so viel ist, ne? Weil das jetzt eigentlich, das ist ja nur automatische Produktion, nee. Wir haben einen Flüsterstein, sehe ich gerade. Warum haben wir denn einen Flüsterstein? Haben wir irgendwas verpasst? Die haben noch einen Flüsterstein. Wir haben auch dann nächste Runde den Loyalitätspakt, dann kam eh kein, dann kommt der Vasallenpakt, dann kam mir da eh keiner mehr was. Ah, Freistadt kann integriert werden. Meuchelheim. Ah, sehr gut. Die haben Maximalstufe erreicht, aber wir werden die nicht integrieren, weil sonst sind wir eh über dem Stadtlimit. Was wir jetzt dann kurz machen werden, ist ganz dreist. Kann ich nicht, weil...
Hä, ich dachte, das geht, wenn die Vasallen sind. Ihr Betrüger. Ihr Hässlichen. Ihr habt mich verarscht. So scheiße sowas. Ah, Flüstersteinbonus plus 20. Ist, glaube ich, ja limitiert auf 20. Dann, zweitgrößte Stadt ist das Ding hier normalerweise. Würde ich sagen, bekommt ihr auch noch ein Flüstersteinchen. Ja. Ich finde es krass, dass wir nur echt 84 Produktion haben. Mach doch eigentlich alles dafür. Arbeit. Oh. Digga, können wir das vorschieben? Scheiß mal auf alles andere. Ja, wobei. Nicht ganz. Scheiß nicht ganz auf alles andere. Das Magier Stufe 2 Dings da, das lassen wir trotzdem noch schnell machen. Wohin des Weges? Meine pharosanischen Freunde. 323. So, da hat man jetzt den Teleporter. Wie gesagt, der eigentlich übelste Lit ist, ne? Okay, was haben wir hier denn jetzt noch alles? Ah! Da war's. Jetzt haben wir noch einen extra Flüsterstein bekommen. So, tut mir echt leid, ihr seid ja meine Freunde, aber... Oh, wenn ich das bekomme, dann ciao, Alter. Werden wir es dann gleich sehen. So... Okay. Bist fertig. Die sind jetzt ganz offiziell loyal zu uns. Gibt aber noch keinerlei Einnahmen. Leider. Hey, doch, das war doch in der Warteschlange. Leute, ihr irritiert mich so hart aktuell, ne? Ich schwöre bei Gott. Ich check das einfach nicht. So, einmal du. Und einmal du. Was wir jetzt auch noch machen ist, das macht dann überhaupt keinen Sinn. Wir ziehen den Flüsterstein hier zurück und schicken den dorthin. Nach Aster. Aster, auch nochmal 44 extra Gold. Ich wäre dumm, würde ich das nicht machen. Einfach so viel Bonuseinnahmen. So, und dann würde ich sogar gleich noch eine Phasenbestie beschwören. So nach dem Motto Scheiß drauf. Und schick dich dann endlich mal nach Norden. Und dann hoffe ich, dass wir das schaffen mit der Armee, diesen Sauhaufen da zu beseitigen. So, plündern. It's plünder time. Astralhandelsstation ist auch ready. Warum ist ein Ausrufezeichen? Nekrotische Spitzen heilen eine verbündete und tote Einheit im Umkreis von 6 Feldern um 15. Massenangriff. Knoten gewähren Einnahmen von irgendwas Mana. Klingt gut. Extra Mana ist gut und wie gesagt, das wird uns ja richtig pushen. Wir haben ja 4 Steinbrüche, gibt 40 extra Einnahmen. Und das gibt es auch erst bei 4 Steinbrüchen tatsächlich. Also bei 124 Produktion. Das ist so viel, wie unsere Hauptstadt hat. Und ihr seht selber, wie groß die Hauptstadt ist. So, und die Hauptstadt darf auch gerne nochmal ein Feld expandieren. Wir haben jetzt hier die Option, einen Astraltau zu bauen. Oder einen Nexus. Nee, ein Nexus oder einen Forschungsposten, sorry. Aber wir nehmen hier tatsächlich den Nexus. Könnte ich jetzt rein theoretisch hergehen? Provinz ändern? Aber ich glaube, wir können... Übertragung auf Mystikarium... Einen Forschungsposten haben wir eh schon. Wir haben jetzt Astra. Ah, ach so. Plus 20 Weltkarten, Zauberpunkte. Ach so. Das hat mir eine neue Fertigkeit quasi gebracht. Das ist auch cool. Provinzverbesserungen gewähren plus eine Stadtstabilität pro angrenzender Provinzverbesserung desselben Typs. Kein Plan, was es ist, aber es klingt cool, deswegen machen wir das. Irgendwas übersehen. Was ist das hier? Achso.
Also langsam aber sicher kommt das Ganze ein bisschen ins Rollen, finde ich, ne? 100. Geil. Okay. Wo ist meine Armee? Hier. Rein theoretisch könnte man jetzt hier eigentlich wirklich eine Stadt bauen, oder? Straßenbau aktivieren. Wie gesagt, kostet jetzt ein bisschen was. Aber ist es nicht dramatisch? So. Plündern geht hier nichts. Der kann eh nichts machen. Ach so. Ah. Die plündern erstmal noch, deswegen geht da gar nichts gerade bei denen. So, in einer Runde geht's wieder weiter. Ist aber alles Trash, Alter. Bei einmal Dunkelritter und korrupte Seele gäbe es wieder. Frage ist, willst du die rekrutieren? War ja schon eigentlich. So, ich hoffe, ihr seid jetzt stolz, weil ihr habt jetzt nicht mit Abstand die stärkste Armee. Sieht der Weg jetzt anders aus, wie die Wege hier, die es sonst so gibt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiß es nicht. So, die sind kaputt. Plündern wir die Mine? Der Quell des Liebhabers. Leute, wir haben den einfach das Wunder gesnackt. Nein! Dachte, der geht jetzt automatisch runter. So, dann nehmen wir euch beide. Mehr brauchen wir nicht. Kurz gucken. Ah, es ist teuer. Aber ich will dieses zusätzliche... Jetzt komme ich da nicht hin, warum nicht? Ist aber scheiße. Gut, dann machen wir es mit dem Außenposten. Scheiße. Ah, das ärgert mich jetzt gerade echt maximal, muss ich gestehen. Ach, Mann. Krabutorium hat doch auch 5 Felder nach links. Was will er denn, der alte Sagoro? Wir krötenartige Anbeter fühlen uns durch eure Anwesenheit geehrt. In Erwartung unseres neuen Pakts möchten wir euch dieses kleine Geschenk zukommen lassen. Du öffnest die Flasche, allein vom Geruch wird dir sofort übel. Ist deine Beziehung das mit Wirtfurt wirklich wert? Ja, natürlich. Alles für den Pakt. Okay. Nächste Runde, ist es hier soweit? Die haben ein bisschen Armee. Das ist natürlich die Sache. Der kann nichts machen. Okay. Ist natürlich blöd, dass unsere Hauptarmee dann hier in dem Fall fehlt. Wir ziehen so ein bisschen zurück. Ohne meine Hauptarmee gehe ich nirgendwo hin. Nächste Forschung. Die Frostpfeile, alles andere sah jetzt nicht so interessant aus. Ihr seid fertig mit Bauen. Da haben wir die schöne Astralhandelsstation. Badehaus bringt 40 Einnahmen durch Stadtstabilität. Was brauchen wir denn noch so? Monolith, noch mehr Mana. Natürlich dann nochmal das Upgrade des Rathauses. Das brauche ich eigentlich nicht mehr unbedingt. Das auch nicht. Das auch nicht. Darüber könnten wir auf alle Fälle mal reden langfristig. So, jetzt gibt es eine neue besondere Provinzverbesserung noch. Aha. Damit ersetzen wir quasi eins. Ich verstehe. Das sind so besondere Provinzverbesserungen. Damit muss ich aber dann anderes austauschen. Das habe ich jetzt erst original verstanden. Ohne Witz.
So. Nochmal Astraltau erhalten. Und Arcanium-Erz. Nochmal, was? Rekrutieren von Einheiten ist 25% billiger? Also 50% billiger jetzt oder wie läuft das? Man weiß es nicht, die sind so auf alle Fälle meine Vasallen. Was ich sehr approve, generell. Würde mir übrigens hart auf den Sack gehen, wenn ich die anderen wäre und ich müsste die ganze Zeit die Einnahmen an mich abtreten. So, let's go. Schau mal. Noch gar nicht belagert hier sowas. Mein erstes Mal. Sozusagen. Jetzt greifen wir wahrscheinlich erstmal die dann gleich an. So, das ist fertig. Ein Stufe 4 Buch. Dürfen wir erwählen. Zumindest unseren Hauptbereichen. Eine anvisierte Einheit, die kein Held ist, stirbt. Nach zwei Runden wird sie mit 75% wiederbelebt und mit Trollheit belegt. Trollheit belegt. Das ist richtig lit. Zu Beginn eines jeden Kampfes haben alle Einheiten, feindliche Armee, eine Basischance von 90% für zwei Runden mit Betäubt belegt zu werden. Stufe 4 Einheit, legendärer Nebel. Was macht denn der? Schaden durch befestigte Hindernisse. Tollheit. Oh. Alter, das sind alles so richtig litte Zauber, ne? Schlingende Leere. Einheiten, die dieses Feld überquert oder ihre Runde auf diesem Feld beenden, erleiden 30 physischen Schaden. Der Umkreis erhöht sich in jeder Runde um ein Feld für zwei Runden. Nebel der Tollheit. Sehr, also wirklich krasses Buch. 40 Seelen. Erhalte zu Beginn des Kampfes 6 Zombie-Einheiten auf Angreiferseite bis zum Ende des Kampfes. Stellt 80% Trefferpunkte wieder her, wird ein Untoter, stirbt am Ende des Kampfes. Nee, danke. Anvisierte verbündete Stadt verliert eine Bevölkerung und du erhältst dafür 60 Seelen. Stufe 5 Einheit, ja okay. Ein Schnitterstufe, es gibt Stufe 5 Einheiten, ich dachte bei Stufe 4 ist Feierabend. Es ist so richtig, jetzt ist nur noch geiler Shit hier. Spiegelthron. Ja, das ist jetzt nicht ganz so krass. Es gibt keine Türme, die dem Verteidiger im Kampf helfen werden, wow. Während des Kampfes erleiden 3 zufällige Feinde jedes Mal Feuer, Blitz oder Frostschaden pro Runde. Das ist strong. Das ist weak. Ja, wobei, nee, das ist in der Schlacht. Beschwört eine zufällige Astralmeer-Kreatur. Alle angrenzenden Einheiten erleiden Schaden. Digga, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich entscheide mich, glaube ich, für das hier. Allein wegen... War denn? Hier, wegen dem Schnitter. Ich will eine Stufe 5 Einheit haben. So, Affinitätsprovinzverbesserung, Wurzel des Schattens freigeschaltet. Machen wir erstmal das hier. Und zwar nächste Runde. Euch allen noch einen schönen Tag. Nächste Folge meine ich. Euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.